Arschgeige. Ich tanze hier im Gymnasium. Kann ich eine Frage stellen? Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Wir haben Konkurrenz. Eine Frage. Klimakleber, finden Sie das gut, was Sie machen, oder falsch? Danke. Gerne. Alle haben es eilig. Eine Frage. Kann ich Ihnen eine Frage stellen? Nein. Entschuldigung, kann ich Ihnen eine Frage stellen? Okay. Danke. Gerne. Ich kann Ihnen eine Frage stellen über Klimawandel. Und es gibt eine Gruppe. Es gibt die kleben sich auf die Straße. Finden Sie das gut, was Nein, die machen? Das finde ich saumäßig. Darf ich fragen, warum? Saumäßig. Warum? Ja. Warum? Weil die nichts im Kopf haben. In meinen Augen haben die nichts im Kopf. Die sollen arbeiten gehen. Ja? Und also, das ist alles. Dieses, also diese Industrie, was wir haben, dieses, also das heißt, das ich macht... Ich weiß Bescheid. Die Industrie macht kaputt. Die hat zu DDR-Zeiten auch schon kaputt gemacht. Die Industrie macht nicht nur die Welt kaputt, die Industrie macht den Menschen kaputt. Im Rücken und so weiter. Ja? Aber Sie sagen trotzdem, man muss trotzdem weiter arbeiten gehen. Also ja, es ist... Womit soll man sonst Geld verdienen? Ja? Auch wenn das auf Kosten geht, das sind 1000 Generationen. Ich verdiene doch mein Geld nicht, wenn ich auf der Straße stehe. Die Frauen haben es gut. Die Frauen haben es gut. Können sich auf die Straße stellen. Aber ich, in meinem Alter, mit 75 Jahren, da lachen die Leute. Ja? Das heißt, koste was es wolle, Hauptsache dürfen die Leute nicht aufgehalten werden von der Arbeit und Hauptsache müssen wir weiter Autos und produzieren, Autos, Flugzeuge und so weiter. Wie soll der Wahnsinn überhaupt stoppen? Ja, Autos produzieren ist eine andere Sache. Und auch Flugzeuge bräuchten von mir euch nicht zu fliegen. Ja, wo ich hin will, komme ich mit dem Fahrrad hin. Und ich habe zwar ein Auto, aber dieses Auto nutze ich nur zu Zwecken, wo ich es brauche. Mhm. Und nicht, wenn ich von hier nach da zum Einkaufen gehe. Da brauche ich das Auto nicht. Da kann ich zu Fuß gehen. Ja? Also es gibt Leute, die diese Privatflugzeuge haben. Die haben ja Yachts und so weiter. Und es gibt 1%, ja, 15% von der... Diese Leute müsste man Steuern bezahlen lassen bis zum geht nicht mehr. Wir kleine Leute bezahlen Steuern. Ja? Ich als Rentner muss eine Steuererklärung machen, weil ich 120 Euro Betriebsrente kriege, muss ich jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Ja? Und die anderen, die Großen, die verschieben das alles nach der Schweiz. Die haben ihr Konto in der Schweiz und so weiter. Was soll's? Kann man noch nichts machen. Wir können nichts machen, egal was passiert. Nee. Wir kommen aus Berlin zum Beispiel und wir haben gesehen zum Beispiel, wir haben jetzt in Freibädern, ne? Wir haben Massenschlägerei von Migranten und das sehen wir auch zum Beispiel im Sonnenallee, im Silvester und das, so weiter. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Und denke, und wir haben auch noch die Bundesregierung, die will dieses Jahr noch mehr Einwanderung, noch mehr Leute reinholen und noch mehr Einwanderung gesetzt. Denken Sie, das ist der richtige Ansatz? Wenn die Leute unsere Produktion unterstützen, habe ich nichts dagegen. Aber wenn die nur zum Arbeitsamt gehen und Hartz IV holen, oder, ja, dann bin ich strikt dagegen. Diese Leute müsste man dann wieder zurück in die Heimat. Ja? Und auch ich meine, es sind nicht alles.
Ich kehre ja nicht alle über den Kamm. Aber so eine Leute, die eine Straftat bestehen, gar nicht erst vor das Gericht gleich abschieben, weg damit. So eine Leute brauchen wir in Deutschland nicht. Ja? Aber wir Deutschen sind ein vernünftiges Land. Ja? Aber das heißt zum Beispiel, wenn wir sagen... Ich meine gut, wollen wir mal so sagen, habe nichts gegen Ausländer. Aber wir haben ja Daten... Ich gehe gerne beim Türken essen, gehe gerne beim Italiener essen. Schmeckt alles in Ordnung. Gehe auch gerne beim Vietnamesen essen. Aber die Vietnamesen hier in Brandenburg, das sind alles die, die früher in Brandenburg gearbeitet haben, als Gastarbeiter. Und die sind in Brandenburg geblieben und haben sich was aufgebaut. So sag ich. Und diese Leute ziehen einen Hut. Ja. Alles klar. Das ist aber, das ist ja die, es kommt eine Frage, und zwar, ja. Wenn ein junger Mensch, ne, der ist zum Beispiel im Nahosten, der ist in Syrien oder ja. sowas, die dortige Regierung hat ja investiert, also wir haben Daten von UNESCO, dass 120.000 Euro investiert worden ist in junge Menschen, also die dort sind. Ja. Die müssen ja deren eigenes Land aufbauen, und wenn wir jetzt sagen, wir holen nur das Beste und, nein, und nein, das Schrott nein. schicken wir zurück, so, das wäre so ja eine Ausbeutung. So meine ich das nicht. Dann sollen sie auch ihr eigenes Land aufbauen und nicht hierher kommen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mit dem Krieg in der Ukraine. Mhm. Aber ich sehe so viele junge Ukrainer, die geflüchtet sind, Männer, mhm. weil sie nicht in den Krieg wollten. Mhm. Und hier regen sie sich auf, wir wollen unser Land verteidigen. Ja, von hier können sie das Land nicht verteidigen. Ja? Denken Sie, es soll Deutschland investiert ja sehr viel und schickt sehr viele Waffen dahin. Sollte man das stoppen? Das würde ich prinzipiell stoppen. Ja, also Waffenlieferung. Wenn der Russe dann weiterkommt, ne, nach Polen und dann nach Deutschland. Ja, was? Naja, das ist klar. Jelzin war und ist für mich der Adolf von Russland. Ja? Und er hat viel von Adolf und von Stalin genannt. Ja? Ich meine, ich bin zwar 49 geboren, habe zwar den Schutt hier noch erlebt, ja? aber Gott sei Dank den Krieg nicht mehr. Und sowas möchte ich auch nicht erleben. Hm? Das heißt, wenn wir sagen, wir schicken keine Waffen mehr nach Ukraine und so, wenn der Russe dann weiter... Das bestimmen wir doch nicht. Das bestimmt doch die ganze NATO. Die bestimmt doch, ob Waffen geliefert werden oder nicht. Mhm. Hm? Das hätten Sie es persönlich, Ihre Meinung? Also meine Meinung wäre, keine Waffen. Ja? Und meine Meinung ist noch, jetzt im Moment, wir oder die anderen Länder schicken alle, so wie den Leopard und so weiter, den man hier nicht gebrauchen kann. Ja? In der Ukraine, da kann man ihn verhetzen. So, meine Bahn. Super, das war sehr interessant. Ne?